Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Interview an diesem schönen Sonntag am 1. Advent in Österreich. So, warum geht es heute? Alles rund ums Thema Service, Restaurant-Service, wie man das auch zu Hause machen kann. Natürlich habe ich als Koch auch schon einige Erfahrungen drinnen, aber ich habe mir heute einen Fachmann dazu geholt, und zwar den Restaurantkönig. Den werde ich jetzt kurz mal den Raum lassen, dass er da ist. Da darf er sich auch gleich vorstellen. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, servus, gut. Also. Zu meiner Frage. Markus, wie geht's dir? Bist du schon nervös Danke, bei dem Video? Super. Nein, überhaupt nicht. Passt, alles gut. Also top alles motiviert, um unsere Zuseher zu informieren. Genau. So Markus, ist wenn du dir mal kurz vorstellen möchtest und warum du der Restaurantkönig bist, wenn du es uns das sagen wirst. Also, mein Name ist König Markus, bin bald 46 Jahre alt, mache den Job seit bald 31 Jahren. Zum Restaurantkönig bin ich gemacht worden, eben durch meinen Familiennamen König und unseren lieben Kurt. Zusammensetzung Restaurantkönig. Ich habe Koch Kölner gelernt, in der Goldenen Pastete in der Sporgassen. In Graz. In Graz. War eine tolle Zeit. Ich würde das immer wieder machen, weil es für mich gibt es keinen schöneren Beruf, wo du mit Leid zu tun haben kannst. Ne? War auf Saison, war Alleinkoch und zu dem Beruf bin ich eigentlich durch meine Mutter gekommen, weil meine Mutter ist gelernte Köchin gewesen und ich habe als Kind auch schon immer gern überall Glaseln, Töllern weggekramt. Von dem her gesehen war das für mich klar, dass ich das machen will. Na super, danke mal für die Vorstellung. Oder hast du noch, möchtest du, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Na gern, gern, passt schon gut, alles gut. Markus, du hast ja ein paar Fragen vorbereitet, die du uns beantworten willst, rund um das Thema Restaurant Service. Und die erste wäre zum Beispiel, was ja ganz wichtig ist, wenn man Familienfeier oder irgendeine Geburtstagsfeier zu Hause in eigenen vier Wänden plant, wie begrüßt man die Gäste richtig? Wie macht man das am besten? Hast du da Tipps und Tricks für uns? Ja, am besten, man plant sich das wirklich, wenn man das machen will, 2-3 Wochen vorher, damit man alles organisieren kann. Klar ist, wenn man Einladungen verschickt, da gibt es auf Google genug Sachen, wo man sich das anschauen kann, wenn man einen Drucker daheim hat, dass man sich das selber herdruckt. Gästebegrüßung würde ich so machen, auch daheim, wie es der Restaurantfachmann in Betrieb auch macht. Sie lassen, entweder kommen die alle zusammen oder sie kommen einzeln. Und wenn sie halt so kommen und du hast den Platz dazu, kannst du ein Aperitif anbieten, wer halt will. Und wichtig ist halt immer, die Damen zuerst begrüßen, dann die Herren einbieten, Aperitif anbieten. Und wenn sie gleich mal zum Platz gehen wollen, den du vorbereitet hast, schon in kleinster, effektivster Ausführung, dann kannst du das dort hinsetzen, die Leute, wenn sie wollen. Ansonsten zusammen warten, wie es halt auch so im Restaurantbereich ist. Wenn ich gerne dazwischen hacken würde, wenn es jetzt zum Beispiel kleine Geburtstagsfeier ist mit 4 bis 6 Leuten oder sowas, kann man das schon selber machen, weil wenn man zu zweit ist oder der Ehepartner begrüßt die Leute und der Mann oder die Frau, je nachdem, steht in der Küche, kocht was. Aber es wäre bei einer größeren Feier, wenn man den Platz hat zu Hause zum Beispiel, wenn man das nicht im Restaurant oder im Gasthaus machen will, wäre es ja auch mal eine Alternative, wenn man den Platz hat, so 10, 15 Leute das auszulagern, vielleicht einen Mietkoch nimmt oder einen Mietservice nimmt dafür, der das Ganze abnimmt. Sprich, die Begrüßung, die Bekochung, das Ganze auch. Dann hat man nämlich auch hat man mehr Zeit mit den Gästen zu feiern und zu reden. Und das geht es eigentlich hauptsächlich. Was denkst du darüber? Genau. Ist eine gute Idee, weil jeder mag daheim nicht für so 10, 15, 20 Leute kochen, weil du hast als Gastgeber dann ja keine Zeit für deine Gäste, dass du die zubesetzen kannst oder was. Und in dem Fall gibt es dieses quasi Mietpersonal in Form von einem Koch oder von einem Service-Mitarbeiter, die dir diese Arbeit dann abnehmen. Vom Empfang der Gäste
bis zum Servieren der Speisen, der Getränke herrichten. Die nehmen da das halt ab, decken da dort noch an den Tisch ein, nach deinen Vorstellungen, und das kostet nicht ein Heidengeld. Das ist genau für einen Tag, wenn man das machen will, soll man sich das auch gönnen. Hm. Finde ich auch, das ist auch eine Meinung. Alternative wäre natürlich dazu, dass man mal ein kleines Buffet macht. Ganz klar, Vorspeisenbuffet, heißes Buffet, dann kann man auch selber kochen, kann man sich selber dazusetzen. Aber ich sage mal, wenn es eine spezielle Feier ist, über das wir eigentlich reden, das Service in speziellen Feiern zu Hause, in Anlässen, sollte man schon vielleicht ein paar Euro mehr investieren, dann hat man halt einmal eine schöne Feier, wo man auch selber mitfeiern kann. Genau. Sicher genauso. Dann kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage. Das wäre eigentlich Tischdekoration. Was empfiehlst du da? Was kann eigentlich passen zu einer Tischdekoration? Oder wie kreativ kann man sein? Oder was gehört unbedingt hinauf? Der Tisch, der Kreativität sind ja in dem Fall auch keine Grenzen gesetzt. Man kann von schlicht bis zu pompös alles machen. Nur dieses Pompöse ist nichts. Du überladest diesen Tisch, du hast dann gar keinen Platz für deine Teller, für deine Glasel, für dein Besteck. Ich würde das ganz schlicht einfach halten. Hätte ich jetzt gesagt, ne? Genau, aber man kann es ja schon mehr machen. In dem Fall, wenn man ein Thema vorgibt, zum Beispiel, wenn man ein Hobby hat, einer ist Jäger oder Blumensammler oder so, damit Kräuter zu machen. Oder kann man sich auch zum Beispiel, wenn man es mit Personal nimmt auch von denen auch Inspiration holen. Und vor allem hat es also so ein Mitkocher oder Mitservice-Agentur auch. Man kann doch auch das Geschirr mieten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn du eine Feier für 20 Leute zu Hause machst oder für 10, 15, dass du die für die einzelnen Gänge die so viel Teller zu Hause hast. Wenn man die extra kaufen müsste, wieder kostet wieder ein Schweinegeld. Und was fängst du dann damit an? Dann müsstest du fast jede Woche eine Feier machen. Aber das ist zum anderen Thema. Ja, das wie jede Woche eine Feier machen, das Ganze kann ich keiner leisten. Aber so mit Geschirr, mit Besteck, auch Gläser, das gibt's. Ich denke, bei uns in Graz haben wir sogar zwei Betriebe, die nur besuchte Sachen. Genau. Aber Markus, wir sind jetzt in einer Gruppe, die Österreich deutschlandweit ist. Also man kann es online auch sichern, jeder in einer Region haben. Und jeder kennt nicht Graz zum Beispiel. Das ist die Hauptstadt der Steiermark, halt. Eines der schönsten Bundesländer in Österreich. Aber nur so viel zum Sagen. Man findet so Mietgeschirr-Agenturen überall im Internet. Einfach mal nachfragen. Oder sonst einfach bei seinem Stammrestaurant nachfragen, Stammgasthaus nachfragen. Vielleicht kann die aber sehr borgen. Machen sie auch, auch ganz gerne. Genau. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Das ist eigentlich auch ganz wichtig bei so einem Event. Wie decke ich den Tisch richtig? Wie decke ich den Tisch richtig? Es kommt halt drauf an, was geplant ist von den Speisen. Ob du eine Suppe hast, eine Hauptspeis, Dessert, Zwischengänge. Es muss halt alles einplanen. Ne? Was für Servietten du nimmst, Stoffservietten oder Papierservietten. Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Wichtig ist halt, dass es optisch alles zusammenpasst, nicht alles so zusammengewürfelt ist. Das ist wichtig. So, und jetzt noch ganz wichtig ist, von der Seite, das ist von der Seite des Gastgebers erklärt. Aber stell dir vor, der Otto Normalverbraucher sitzt jetzt vor so einem Teller, Platzteller mit Suppe und eingedeckt, sieht einfach 3, 4 Gabeln, Messer, Löffel nehmen sich links. Wie fängt der jetzt an, wenn der erste Gang kommt? Da wissen die meisten nicht, was sollen sie machen dann? Da machen sehr viele vieles falsch. Auch im Restaurant fällt das auf, wenn du jetzt das 3-Gang, 4-Gang-Menü hast, der nimmt irgendein Besteck. Du fängst mit deinem Besteck von außen nach innen an bis zum letzten Gang. Und wenn es ein Dessert gibt, liegt das Dessertbesteck immer oberhalb des Tellers. Also oberhalb des Gastes, bei den Gläsern neben. Mhm. Wo du das Weinglas, das Wasserglas hast, dort ist dann das Dessertbesteck und das ist dann meistens der letzte Gang, außer es gibt noch irgendwo so eine Käseplatten mit einem Sticks drauf, dann kannst du das dort so nehmen. Ne? Genau, so ist es. Dann jetzt eigentlich,
Die nächste Frage, das ist eigentlich, Markus, wie serviert man oder wie bringt man das Essen eigentlich an den Platz, an den verehrten Gast? Immer heiße Teller nehmen. Es gibt nichts Schlimmeres als wie kalte Teller, weil wenn du dort oben dann ein Essen drauf hast, das wird so schnell kalt, das ist nicht gut. Heiße Teller einfach in die Mikrowellen reintun oder du hast sogar, es gibt so kleine Shows. Bitte kurz. Backofen. Ja. Und jeder zu Hause. Der Show wird nicht jeder zu Hause haben. Auf 60 Grad einheizen, vorheizen, die Töllern und mit einem Servierhangerl dann nehmen und umgeben zum Gast. Das ist das Allergescheiterste. Wir machen das im Restaurant genauso und das passt immer. Das Essen soll. Man sollte den Gast dazu verwarnen, halt nachher aufpassen, der Teller ist heiß, weil sonst greift er drauf. Und dann hat er ein bleibendes Erlebnis bei dir und das ist nicht sehr positiv, glaube ich, da. Wir halten das ja aus, ne? Wir haben ja schon die umgekehrteten Finger. Ja, aber wir müssen von Nicht-Gastronomen rechnen. Richtig. Aber habe ich auch schon gehabt. Gehst mit dem Servierhangel hin, der Gast will einen Teller nehmen, sage ich nein. Ja. Lass uns mal den hinstellen, der ist heiß. Und dann greift er selber zu mir und dann hopp, dann merkt er, wie warm der ist. Wenn das Trulasch nach dem Teller noch brodelt, dann sollte man den Teller nicht angreifen. Ist das so? Richtig, genau so ist es. Genau, Markus, noch. Und jetzt, was auch wichtig ist, also du stellst, lass dich mit den Gästen ein und da möchtest mit denen schön unterhalten. Du möchtest auch, dass das Ambiente und das Essen, das passt, ob die zufrieden sind. Also wie überprüft man, ob die Gäste zufrieden sind? Wie machst du das? Oder wie würdest du als Profi das machen? Ja, höflich. Und nicht nur das einfache Hingehen, sondern hat es geschmeckt. Also, nein, da kennen wir genug Experten. Ja. Nein, du gehst zum Gast hin, wenn du Gastgeber zu Hause bist, fragst ihm, du, ist dein Essen bei euch alles in Ordnung, schmeckt es euch? Hat noch jeder was zum Trinken? Hat keiner was zum Trinken? Kannst du ja was nachschenken? Meistens gibt es auch, wenn die schon gegessen haben und da traut sich keiner fragen, ob es noch was gibt, weil das so gut war, frag ihm. Frag deinen Gast, ob er noch einen Nachschlag haben will. Es ist noch was da. Bei uns in der Fachsprache heißt das Supplement. Richtig. Spätestens, wenn du 8-Gang-Menü hast oder 7-Gang-Menü hast, und der will nach dem 6. noch was nachhaben, dann weißt du, das ist gut. Ja, richtig. Wenn er beim zweiten Gang sagt, okay, ja, iss auf, dann kann es in der Hunger auch sein. Aber beim 7. Mal ist es sicher dann, dass es ein Zeichen ist, glaube ich. Richtig. Genau. Viele Gäste trauen sich den Gastgeber, wo sie eingeladen sind, ja nicht fragen, hast du noch was? Einfach fragen. Ja. Möchtest du noch was? Es war halt genug da. So sich. Würde ich das machen. Wir trauen sie aus der Universität nicht nachfragen und der Gastgeber fragt meistens nicht nach, weil sonst heißt es vielleicht, also ist noch so, schaust du schlank aus oder so irgendwo. Aber ja. Nachfragen kann man immer. Immer nachfragen. Ich sage immer so einen schönen Spruch, den nehme ich auch im anderen Leben dazu, ein Nein verändert dein Leben nicht. Also man kann halt nachfragen. Richtig. Genau. Markus, und dann noch, genau, und was ist, wenn der Gast jetzt etwas nicht versteht, was am Menü ist, was das ist, soll er sich trauen, fragen oder nicht, oder einfach bestellen oder nehmen und schauen, dass das nicht, keiner merkt, dass er jetzt nicht weiß, was das ist? Nein, der Gast soll bitte fragen. Wenn er was nicht weiß, er soll uns fragen. Auch daheim, wenn du jetzt bei so einer Feier bist und die kochen was Exotisches, was noch keiner kennt, er soll fragen, wie das gemacht worden ist, was das für Fleischart ist oder was das für Gemüse ist. Es gibt immer, wieso sollst du was bestellen, wenn du das nicht kennst? Ne? Frag, was es ist, wir erklären das oder im Restaurant wird das erklärt, was ist. Da gibt es immer. Für jedes Problem gibt es ja eine Lösung, gut, oder? Genau. Und nicht fragen ist auch nicht gut, weil, finde ich, da sitzt dann dort und denkst, wieso habe ich das jetzt bestellt oder wieso kriege ich das? Fragen kostet nichts. Genau, Fragen kostet nichts. Kostet nichts extra. Genau. Markus, was sind deine Tipps fürs Arbeiten, wenn man zu Hause so als Feier macht? Ich würde das wirklich von vornherein planen, wie viele Leute ich kriege, was brauche ich was muss ich einkaufen. Wenn ich das allein mache, mache ich das aber mit jetzt diesem Meet-Service, wo ein Koch dabei ist, wo ein Kellner dabei ist, mit denen das absprechen, die kaufen dann die richtigen Mengen ein,
ob das wurscht, ob das jetzt der Lebensmittel sind oder Getränke sind, die können das ungefähr ganz genau kalkulieren, was gebraucht wird. Genau, so ist es auch. Da finde ich es auch sehr toll. Und da finde ich, was viele nachher vergessen, noch bei den Einladungen zu machen, die dann machen sie es handgeschrieben, das bei 20, 30, 40 Mal sehr schwer sein kann. Oder dann irgendwann, weil sie am Computer nicht affin sind mit irgendeiner Wordart, das nachher ausschaut, als ob das ein Dreijähriger gemacht hat und das ist vielleicht tausendmal so ein 30-jähriger Hochzeitstag. Da sollte man das entweder einem Profi übergeben oder dann gibt es genug Vorlagen im Internet, wo man das machen kann. Ein kostenloser Tipp, den möchte ich jetzt einblenden. Und zwar Canva.com. Canva.com ist ein, ich weiß, es hat mit dem Service, hat mit Kochen jetzt nichts zu tun, aber da kann man schöne Einladungen erstellen, auch in der Gratis-Version. Ist nur kleiner Tipp, falls das einer braucht. Oder sonst einfach einen Profi holen. Genau. Weil da kriegst du eine Einladung, dann denkst du, das schaut schon irgendwie aus, dann weißt du ungefähr, wie die Essensabfolge sein könnte, was dann vielleicht nicht so ist, und das wird so eine gut gestaltete, kreative Einladung, wie das halt Ganze aufbetten. Und es ist um kleines Geld auch schon gedruckt. Also, das ist nicht das. In der heutigen Zeit kann man sowas auch gerne auch mal bei E-Mail verschicken. Muss ja nicht immer gedruckt Richtig, ja. sein. Das Schöne ist Was es, hat wenn man es für. gedruckt ist. Schöner ist, wenn es halt gedruckt ist, weil der Gast freut sich und das nimmt er dann mit heim und hat da quasi noch so ein Nacherlebnis, wie schön das Ja, war. Markus, die Einladung hat er sonst schon zu Hause, den Internet mit heim von der Party. Aber Ja, genau. was ein Tipp wäre, noch so Tischsets zu machen. Das heißt, immer ein bisschen schöner, vielleicht immer Dreiformat, das Ganze auch, dass man das unter den Tellern hingehen, wo vielleicht nochmal das Menü, der Anlass drauf ist, das Menü, was das gibt zu der Party. Das können Sie nachher mit nach Hause nehmen. Also, Genau, das haut das habe sehr ich auch. gut hin. Das, Habe ich so schon habe ich das öfter erfahren. bei Hochzeiten gemacht, also kommt sehr gut Kommt gut an, an. ja. Aber heutigen Zeit müssen wir noch was machen. Was macht man, wenn wer was nicht mag oder Allergie hat? Was tut man dann am besten? Lebensmittelallergie oder sonst irgendwas hat. Hast du da einen Tipp dafür? Laktoseunverträglichkeit, ja. Ja, du solltest halt fragen, ob der das verträgt. Viele haben so viele Allergien schon, das hat so überhand genommen. Wir fragen einfach, also mögt ihr das, kennt ihr das Essen, wenn du jetzt das daheim machst, die Feierlichkeiten, ne? Viele essen auch nur mehr vegetarisch, ne? Die haben sie ja Ja, das ist aber nicht, ihren. Markus, das ist keine Lebensmittelunverträglichkeit, bitte. Also. Ja, Aber aber nochmals, Lebensmittel. wenn er jetzt ins Gasthaus geht oder die Speisekarten, kann er vorher sagen, also ich habe jetzt die und die Allergie. Aber ich finde es mal, was da hinten, was wir schon besprochen gehabt haben, ich würde ja darauf, bei der Einladung schon das Menü mitschicken oder zum Beispiel fragen, welche Unverträglichkeiten er hat, dann kann man sich das leichter. Weil sonst, wenn beim Abend der Veranstaltung am besten würden keiner mehr alle. Auf Da das ändern dann. kannst du nachher nichts mehr ändern. Nein, immer im Vorfeld fragen. Unverträglichkeiten und ob jemand etwas nicht essen mag. Ja, dann macht man halt eine Alternative für denjenigen oder die zwei, drei Leute, was halt sind. Ne? Kommt gut an. Besser ist gut bei der Einladung das Ganze schon aufzumachen. Ja, Ist meine Meinung. was es gibt und was drinnen ist. Ja. Genau. Hast Markus, vielleicht, noch einmal. Ja, bitte. da hast vielleicht einer eine Mehlallergie und du tust da Mehl rein und schreibst das nicht hin. Ne? Der schaut dann lieb aus, wenn er nachher das isst. Ne? Gibt es genug Hör mit mal, Mehlallergie? Toten. Ja, genau. Markus, ein wichtiger Punkt noch ist auch, vor allem von der Begrüßung als Gäste bis zum Essen, also die meisten vergessen den Schluss, der auch noch wichtig ist für eine angenehme Erinnerung an diese Feier halt. Wie verhalte ich mich beim Abschied von meinen Gästen? Wie kann ich das am besten machen? Sieht man eh, wie die Leute halt drauf sind. Wenn mich zum Beispiel in einer fragt, um 10 auf die Nacht, möchtest du noch was trinken? Naja, ich bin aus der Gastronomie, ich werde halt länger bleiben, aber du kannst denen, wenn das 8, 9 Stunden schon dauert, das Festl, kannst du denen als Gastgeber so einen ganz einen leichten Wink geben, dass jetzt dann das Festl beendet ist. Gibst du vielleicht noch eine Runde Schnapserl aus oder machst vielleicht noch einen Kaffee? Und dann die Leute schön langsam verabschieden, weil vielleicht hast du am nächsten Tag Arbeitstag. Kann ja auch passieren. Also
nett und höflich den Abend ausklingen lassen. So würde sie machen. Und das wird da sicher in guter Erinnerung bleiben, wenn du das nett und höflichst beendest alles. Also wie die sagen, nur, der hat mir jetzt da ausgekaut, nicht? Zu dem gehe ich nicht mehr hin. Das ist so. Oder auch wenn es so, man ist ja so, wenn man sagt, man möchte Veranstaltungen mal vor beenden, dann kann man bei der Einladung schon raufschauen, fängt am Haus um 17 Uhr an bis 24 Uhr. Dann kann man immer noch schauen, Genau. dann weiß ich, wie die Gäste und um 24 Uhr möchte so gerne mal Schluss machen, möchte mal ins Bett gehen oder was anderes machen, vielleicht noch was vor. Kann man es dann läuft Holzbahn oder sowas. Ja, dann macht man So ist es. Genau also so. Abschlussrunde noch, irgendwas speziellen, das Getränk rausgeben noch oder dann merkt man das auch. Oder wenn es passt, kann man auch länger machen. Ja, natürlich, freilich. Markus, hast du sonst noch die Fragen, die wir ausgearbeitet haben, sind im Prinzip jetzt durch. Jetzt wollte ich fragen, hast du noch andere Tipps und Tricks, die du unseren Zuschauern, weitergeben möchtest? Oder die Teilnehmer, bitte, ihr könnt bitte jetzt auch die Fragen im Chat, also in den Kommentaren hinten lassen, da können wir dort auch noch eine Fragerunde starten, wenn Sie möchten. Ja, schauen wir mal, wer alles da ist noch. Ne? Wer Fragen hat, bitte Fragen stellen. Und ja, arbeiten Eine daheim. wichtige Frage habe ich jetzt noch an dich, Markus. Bitte. Was motiviert dich in der Gastronomie heutzutage noch? Wieso machst du das immer noch mit Herzblut? Warum mache ich das noch immer mit Herzblut? Ich denke mal, es sperren schon so viele Lokale zu. Es gibt schon so wenig Mitarbeiter in der Gastronomie. Das soll nicht aufhören. Ja. Ich mache es gern. Ich mache es bis zu meiner Pension sicher zu, weil es mir ja irrsinnigen Spaß macht. Jemanden einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag zu gestalten. Mich freut es, wenn die Kundschaften mit dem Essen, mit dem Service, mit den Getränken zufrieden ist. Ne. Das gibt mir halt noch immer den Antrieb, das zu machen. Ne. Und Na, ich schaue jetzt noch mal kurz in den Chat rein. Fragen sind ja, keine reingekommen. okay. So ein Tipp noch, wenn jemand Feste zu Hause macht, ja, plant wirklich alles vor, bleibt dabei ruhig. Es gibt nichts Dümmeres, wie wenn irgendwas schief geht. Kann natürlich passieren, aber immer schön ruhig arbeiten, Step by Step. Alles durchplanen und Schritt für Schritt das machen. Dann kann Ja. fast nichts passieren. Keine Hektik aufkommen lassen. Richtig, genau. Was auch noch ganz wichtig ist, man kann, wenn du was angesprochen hast, ist, es kann einmal höher passieren. Aber was man eins nicht verlieren sollte, den Kopf. Einfach und ruhig weiterarbeiten. Und du bist zu Hause dann unter Bekannten, die du eingeladen hast. Es kann jeder Fehler passieren, einfach mal zusammenräumen oder kann auch passieren, wenn es ein bisschen länger dauert, das Essen, einfach noch ein kommunizieren mit den Gästen. Es dauert ein bisschen länger, dann gleich mal Ja, Weinrunde machen oder sonst irgendwas. Es wird ein geselliger genau. Abend werden oder sowas. Also das wird nicht der Steifer, wo jeder zusammensitzt, Ja. wie bei einer Bundestagssitzung oder so irgendwas, oder, und dann keiner mitmachen darf. Ja, Also. das ist schön ungezwungen locker. Und es Also passieren ist das. immer irgendwo Sachen, Malheure. Passiert uns auch als Profis. Wir bleiben da ruhig. Wir nehmen unser Schaufel, unser Besel. Wenn ein Glas lobig gefallen ist, kehren das zusammen und das geht schon wieder no ganz normal weiter. Ohne Stress. Genau. So, Markus, ich sehe, wir kommen langsam zum Ende. Es sind jetzt keine Fragen gekommen, aber ich glaube, du bist sicher noch so weit, wenn es im Laufe der Zeit noch, also vielleicht heute das erste Advent, vielleicht sind die Leute noch beim Adventläufen oder sowas, oder Ja. Adventveranstaltung. Wenn dir dann die Fragen unter die Kommentare dann kommen, noch im Laufe der Woche, also du wirst sie sehr gern beantworten dann auch noch, oder? Ja, freilich beantworte ich die Fragen. Auf jeden Fall. Okay. In diesem Sinne, Markus, Restaurant König, ich wünsche dir noch einen schönen Abend heute. Danke für die Zeit, für das Interview, das du dir genommen hast, die Gerne. Zeit dafür. Danke für die Informationen. Und falls Interesse noch besteht in der Gruppe zu Spezialthema, noch können wir gerne mal vielleicht im nächsten Jahr, Anfang nächstes Jahres, noch ein Interview machen zu Spezialthema. Das können wir dann besser behandeln. Also in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend noch. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, pfiat euch, tschüss.